Yo, moin Leute und willkommen zu diesem Video. Während Dani da eben gerade noch ein bisschen das Werkzeug sortiert hat. Ja. Wir haben heute einen Charan hier. Ein 2012er ist das, glaube ich, ne? Also zweite Baureihe. Der kriegt vorne mal eben neue Belege. Und ja, das zeigen wir euch jetzt. Als erstes mal eben das Rad runter. Umgestellt hast du schon? Ja, gucken. Die musst du schon dran lassen, Dinos. Ach. Du musst das Felgenschloss jetzt nicht mehr. Was? Hast du noch vergessen mitzunehmen? Das war eigentlich auch ein Schlossschrauber noch dran. Nein, das ist Felgenschloss. So. So, und jetzt machen wir es uns einfach und schlagen mal hier herein. Jetzt brauchen wir ein wenig Licht. Ist der Licht? Ich glaube, das ist ein 13er. Genau. 13er oder 17er. So, wir können das hier noch ein kleines Stück zurück, dann könnt ihr eigentlich alles gut sehen. Dann haben wir hier unten und hier unten. Ups, verlieren wir hier oben die Schraube. Da muss man jeweils hier gegenhalten, hier mit dem 17er Schlüssel gegenhalten. Lass doch einen kurz vormachen. Und dann mit dem 13er da lösen. Also, am besten ziehst du einmal hier so ein bisschen her. Dann drückst du ein bisschen den Kolben rein und jetzt müsstest du ihn nämlich runterkriegen. Und ansonsten unterstützen wir mit Hebeln. So, jetzt haben wir gleich. Genau. Da ist er doch. So. Wie hat das dann wird er durch. Immer da durch. Hier rübergelegt. Bisschen auf den Schlauch aufpassen, auf den Bremsschlauch. Dass er nicht zu sehr auf Spannung kommt. Ich kriege es wegen dem Knie, ne? Achso, kaputt. ja, genau. Auf dieser Seite haben wir das Kabel für den Verschleißwarner. Das Kabel ist übrigens im Eimer. Hm? Oh ja, das hat. Ne? Deswegen, weil die sind eigentlich, sind die noch. Nee, doch, nee, ist nur Dreck, oder? Was? Ne, ist nur Dreck. Na gut, egal. Ja. Den müssen wir jetzt hier als erstes mal. Den ziehen wir aus der Halterung raus. Halt mal eben das Licht. Mal irgendwie hin, dass ihr was sehen könnt. Hier hoffentlich. So, da. Den müssen wir jetzt eigentlich hier hinten nur runter. Geh mal. Da ist er. So, und jetzt kommen die Belege raus. Bitte sehr. Ja, was ist jetzt mit dieser scheiß Klemme, ne? Die muss einfach nur zur Seite rausdrücken jetzt. Ja? Ja. Oh, das richtig. Ja, Alter, ist das noch ein bisschen. Leichter. Ja, oder man braucht echt schwerer. Nimmst du halt auch wieder Schraubendreher. Schraubendreher ist halt immer besser. Und dann zack, weg. So, wir nehmen jetzt den Sattelträger noch ab. Dann auf jeden Fall also machen wir jetzt, weil es einfacher ist, ihn zu putzen. Das sind hier hinten. Hier die beiden Schrauben. Das sind, was waren das jetzt? Ich glaube, was ist das für eine Nuss? 21. Wenn man jetzt die Bremsscheiben auch noch macht, dann muss man den ja eh lösen. Ja, also machen wir erstmal den ab. So, so. Während Daniel sich jetzt die Drahtbürste nimmt und ich zeig mal eben, ne, da die Führung, wo der Bremsbelag rauf hin und her gleiten soll, während er die putzt und ich sehe aus wie ein Schwein. Einmal den Kram angefasst ohne Handschuhe. Tja, Drahtbürste, ja, hatte ich ja vorher auch an.
Wenn man die Bremsscheibe jetzt noch abbauen will, braucht man nur noch hier die Zentralschraube lösen. Gegebenenfalls, wenn sie festgepackt ist, mit dem Hammer ordentlich hier draufhauen. Nicht hier außen, haben wir auch schon oft genug gesagt, weil dann der Hebel zu groß ist und euch das Radlager damit zerstört. Hier draufhauen, da auch, ist halt auch die Fläche, wo es angerostet ist, wo es festgerostet ist. Und dann löst sich das. Ne? So. Läuft. Damit ihr einmal seht, wie das ungefähr auszusehen hat. Ja. Ungefähr so. Genau, und aufpassen, dass man die Manschetten hier nicht beschädigt. Und auch gleich mal gucken, ob das alles noch schön gangbar ist. Andere Seite genauso, fluppt wunderbar. Setzen wir jetzt wieder rein an die Schrauben. Nicht noch erst ein. Ja, genau. Ja, deswegen wollte ich das mal jetzt auch zeigen, weißt du? Kannst du es auch andersrum machen, das ist relativ. Also, wir machen jetzt, es ist einfacher, wenn man eh draußen hat, im ausgebauten Zustand eben da ein bisschen Loctite dran zu pinseln. Ja, guck mal her. Achso, willst du jetzt doch ran? Ja, ja, es ist einfacher. Display drehen, dass wir auch sehen, was da drauf ist. So, das Übliche, ne? Die Gleitflächen der Bolzen, der Belege. Der Bolzen? Einschmieren. Auch hier. Und dann setzen wir den wieder rein. Halt mal fest. Huch. So. Loctite auf der Schraube. Bestellen das Video von dem. Auf die andere auch. Logischerweise. Lieber einmal zu viel Loctite als einmal zu wenig. Fest, zweimal fest, passt. Ja, die Belege, innen kommt ja gleich der mit dem Verschleißwarner. Aber erstmal gibt es nur die Pfeile. Ja, wie immer einmal die Kanten etwas brechen. So, dass man das nicht sieht. Ja, das haben wir aber schon so oft gezeigt. Einmal die Kanten etwas brechen, das vermeidet Quietschgeräusche. So, diese Kanten hier. Wie man sie braucht, man nicht brechen, das, weil die ja schon angeschrägt sind. So, und jetzt haben wir hier so Klammern dran, das heißt, die muss man wirklich ein bisschen, das ist ein bisschen tricky, die reinzufummeln. Das ging so Bacon nicht. Einfach ein Traum. Ja, das ist ja auch von Auto zu Auto verschieden. Jetzt muss ich hier beim Pfeilen natürlich aufpassen, dass ich den Sensor nicht zerstöre. So, wir fangen mit diesem an. So. Ja, zack, der ist schon drin. Man muss ein bisschen, kann ich gleich nochmal eben zeigen. Erstmal stecke ich jetzt den Schleichsensor wieder rein. Oh, Entschuldigung, ging nicht doller. Nee, dazu hast du so den Arm mitgebracht, ne? So. Machen wir das mal von dieser Seite. Und zwar den unteren, ich kipp ihn so rein, dann kann ich unten den die Klammer schon so reinfriebeln und oben drücke ich dann ein bisschen mit der Hand zusammen und dann geht auch das. Jetzt nehmen wir uns die große Zange. Ich überlasse das mal. Und drücken. Hier hinten können wir ruhig drauf gehen. Vorne sehen, dass wir wirklich den Kolben treffen und nicht an der Manschette drücken irgendwo, weil die geht ratzefatz kaputt. Und langsam reindrücken. Vorher kontrollieren, dass nicht zu viel Bremsflüssigkeit drauf ist, weil die würde man jetzt aus dem Bremsflüssigkeitsausgleichsbehälter würde man die rausdrücken und das ist ungut. So, vorsichtig reindrücken. Jetzt haken wir die ganze Kiste wieder aus hier. Natürlich darauf achten, dass man den die Bremsleitung nicht verdreht. Bremsschlauch. Jetzt liegen hier die Schrauben. Waren hier eigentlich neue dabei? Hier sind auch neue dabei. Dann nehmen wir die doch auch. Da, wie man sieht, ist Schraubensicherung dran. Echt, ja?
Ja, das ist meistens so bei denen. Ja, bei Achilles ist das nicht ganz so. Ja. Kann ich mal aus Erfahrung sprechen. So, erstmal nur ran, beide Seiten, damit das gleichmäßig ist. Fest. Und auch fest. So. Was dann jetzt wichtig ist, wie man sehen kann, da ist noch, ne, ist noch keine Spannung drauf, also die Belege liegen noch nicht richtig an oder Sattel drückt noch nicht dran. Das heißt, ihr habt jetzt keinen Bremsdruck. Bevor ihr das Auto in irgendeiner Weise bewegt, Bremse paar Mal pumpen, dass sich die Belege randrücken, der Kolben ein bisschen rauskommt. Ansonsten, wenn ihr direkt losfahrt und plötzlich bremsen muss, ist da nichts mit Bremsen. Also erstmal Bremsdruck aufbauen und dann richtig die Bremse ein bisschen einbremsen. Möglichst natürlich, wenn es die Situation erfordert, direkt reinlatschen, wenn irgendwas ist auf eurer Probefahrt. Aber sucht euch möglichst eine Strecke, wo nichts los ist, wo ihr dann ein paar Mal ein bisschen sanfter und mittelstark bremst, dass sich das alles ein bisschen aufeinander einschleift. Und dann passt das. Ja, damit war es das mit diesem Video. Und wir wünschen dir immer viel Spaß beim Schrauben.